So, liebe Leute, fast die Hälfte der Saison haben wir durch. Wir gutes Fazit, erster Sieg auf jeden Fall. Und jetzt als nächstes steht mit der Frankreich aus sechs Rennwochenenden an. Wieder einmal und zwar jetzt zum dritten Mal in der Saison. Neuer Teamname. Der bleibt jetzt aber safe. Ich habe, wie gesagt, das Auto neu erstellt. Ich habe den Teamnamen umgeändert. Ja, und das ist auf jeden Fall das der finale Name. Das R steht übrigens nicht für Team Rocket, sondern für einen anderen Namen, den ich jetzt hier nicht raushaue. Ja, die Vorname, das K kann ich immer sagen, also beziehungsweise das K und M kann ich immer sagen, das steht für meinen Vor- und meinen Nachname. Und das R steht für den Nachnamen meiner Freundin. So, okay, dann geht's jetzt rein in das nächste Rennwochenende hier mit dem neuen Auto. Gut, okay, auf geht's. Großer Preis von Frankreich, 25. Juni heißt es auf jeden Fall. Und wir gehen mal rein in die. Also werden einige Teile jetzt kommen. Allgemeine Haltbarkeit, sehr schön. Und die Brennkammer umgestaltet. Hey Ja, cool Boss, ist. ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. So, gucken wir mal, was war. Ich werde ein bisschen was weicher fahren. Und wir gehen rein ins nächste Rennwochenende. Nach dem Sieg in Kanada. Geht's heute weiter. Mal schauen, was heute dran ist. Oder beziehungsweise wie es dieses Wochenende läuft. Ich guck mal gerade, ob ich ein bisschen Einheiten wechseln kann. Was hältst du hiervon? Mal ein bisschen Power reinhauen. Okay. So, gucken wir mal. Ja, alles ausstehen. Wir haben einmal komplett die Einheiten geändert. Die Strafe werden wir sowieso irgendwann kriegen. Da ist es egal. Gut. Es bleibt jetzt noch das zweite freie Training. Was dann eigentlich auch interessant ist. Trocken. Das ist gut. Endlich mal wieder trockenes Rennen. Und wir gehen rein. Das erste freie Training ist am Freitag. Leute, jetzt ein bisschen salett und das geht los. Hier ist der Trailer. So. Some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Also, man Setup raushauen. So. Ich habe ja eins für Frankreich. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Heute Abend haben wir unser großer Preis von Baku. Gucken wir gerade, was denn das. Machen wir was. Er ist raus. Und dann geht's los.
Ja, wie gesagt, mit dem neuen Auto, mit der neuen Lackierung wollen wir jetzt hier heute was reißen. Baut das jetzt in Weiß, Schwarz und Rot. Hat uns keine nähere Bedeutung, mir gefällt das einfach so. Naja. So, gucken wir mal in der nächsten Saison unser Auto lackieren. Der Teamname wird bleiben. Und das R steht für den Namen, der auch oben links angezeigt ist. Nur so nebenbei. So, Turn 12. Also Kurve 12. Auf geht's. Nach dem 10. Platz in Belgien war es letzte Woche. Bin ich sehr zufrieden. Deswegen bin ich einmal mitgenommen. Am Sonntag haben wir ja den nächsten Rennen. Ich weiß gar nicht, wo wir nächste Woche fahren. Wollen wir ja nochmal ein paar Punkte mitnehmen. Das wird schwierig werden, klar. Aber jetzt konzentriere ich mich auf die Karriere, denn auch hier wollen wir tatsächlich natürlich wieder Punkte mitnehmen. Und ich hätte ja gerne Mick Schumacher im Team, den ich vielleicht nach nächsten Rennen verpflichten kann. Wie ich das gelesen habe, kann man zur Hälfte der Saison den Fahrer verpflichten. Und ich hätte ihn gerne gehabt. Und auch eine weitere Zukunft hat sich jetzt heute, gestern eigentlich mehr oder weniger geklärt. Und zwar Perez wird aufhören im Racing Point. Und Vettel wird safe nächste Saison für das Team fahren, das am Aston Martin heißt. Also da schon mal Bescheid wisst. Also Perez, das weiß man nicht. Naja, mal schauen. So, Bestzeit wird es jetzt. 1,34,5. Nächste Woche wird es Österreich als nächstes auf der Agenda heute. Aber es war Frankreich. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. Ich hab noch ein Motor drin, alles gut. So meine zwölfte Zeit zu setzen. Der Beste jedenfalls im mittleren Sektor. Klar, mein Ziel ist definitiv in der neuen Saison hier in der Saison ein bisschen was mitzunehmen. Um die ersten Fahrer wegzukommen. Weil auch dieses reguläre Feld kann ja die ersten Fahrer holen. Kann der Fahrer tauschen und verkaufen. Komm. Es ist wieder eine neue Bestzeit. Wir gehen jetzt hier gleich raus aus dem ersten freien Training. Wir gehen dann ins verregnete zweite. Weil wir das Setup da auch nicht brauchen, das neue Setup. Ja, der Sieg hat uns auf jeden Fall ein bisschen Aufschwung gegeben. Wir stehen immer da vor Perez.
Wenn ich ihm angesprochen hatte, der nach der Saison seine Karriere, beziehungsweise ja, vielleicht beenden wird, mal gucken, was halt passiert. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir fahren ja mit dem ohne den Boxenlimiter. So, dann gehen wir mal in die Garage. Make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Our best lap so far is a 1:34.5. Gut, dann haben wir das durch. Gucken, wie die Zeiten aussehen. Ja, deutlich. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir da nach dem Sieg in Kanada, nachdem wir eigentlich bis Kanada ordentlich auf die Fresse bekommen haben. Guck, Monaco, klar. Ja, da haben wir uns ja das auch ermordet. Also Kanada war mehr oder weniger auch am Ende ziemlich viel ermordet. Jetzt haut der Vettel mal eine Zeit raus. Naja. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Vettel, Richards und Charles Leclerc. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, Platz 19 für den Teamkollegen. So, gut. Rein ins zweite freie Training. So, dann fahren wir mal auf die Strecke. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Wir können ja mit dem trockenen Setup weiterfahren. Weil beim leichten Regen greife ich auch noch ein trockenes Setup. Aufpassen.
Ich habe jetzt keinen mehr drin, um halt auf 100% zu sparen. So, auf geht's. Schnellste Runde. Oder auf die schnelle Runde gehen. So, die Bestzeit wird gerade angezeigt, aber wir sind hier das einzige Auto gerade auf dem Feld, auf der Strecke. Gut, DRS haben wir nicht, weil es regnet. Und damit hat sich das mit der schnellen Runde auch erledigt. Ich muss jetzt nicht. Klar, wir haben natürlich das komplett überhitzte Hinterreifen. Ich muss die Hinterreifen jetzt erstmal wieder kühlen. Ja klar. Ich fahre jetzt auch vorsichtig ein bisschen. Ich sag ja, keine Chance irgendwie es gerade jetzt zu machen mit dem Auto. Ich versuche gerade ein bisschen Gas zu geben. Klar, die Bestzeit 2,25, die wird definitiv unterboten. Ich mach mal zurück in die Garage. It looks like we'll be running on a dry track soon. Back to dry shortly. So. Mal die Reifen runternehmen, müssen wir nochmal. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. Schauen wir, was die Reifen. Ich weiß, die Strecke so wieder so trocken, dass man jetzt tatsächlich doch mit den roten fahren kann. Also kann ich nochmal versuchen, die Zeit zu sitzen. Warum müssen wir hier noch fahren? Warum auch immer der sie jetzt hier raus will. Das ist mir nämlich auch im Ligarennen passiert. Genau in der gleichen Ecke.
So, versuchen wir es nochmal. 2,25, das müssen wir da locker unterbieten. Gasly schnell zur Runde auf voll hart. There's four laps of fuel remaining. Wir dachten 30,5. Besser Sektor 2. Versuchen wir es nochmal. Der Sprung hinter Kwiat auf 2. Der erste Sektor sagt schon mal gut. So, jetzt werden jetzt hinter den beiden Alpha Tauri, die momentan auf dem Platz 1 und 2 stehen. Norris schiebt sich da mal rein noch in die Lücke. Ne, der schiebt sich dahinter. Jetzt Verstappen auf 3. Bleibt da dabei, dass die Alphas beide vorne stehen. Jetzt versuche ich noch mal eine Zeit zu setzen. Yes! Das ist der erste Platz wieder mal, aber. Has improved quite a bit now. It may be worth considering retrying some of the earlier programs to see if we can get better information. Sechster. Ja, die Strecke wird aber immer so viel schneller. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Vettel, Kwiat und Charles Leclerc. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, Platz 14 ist natürlich nicht erwartet. Aber es kann nur besser werden. So, Training 3.
Oh, geh rein. So, da sind wir wieder. Und wir gehen mal auf die fliegende Runde, weil... Ja. Das Ausfahren haben wir schon zweimal erledigt. Naja. So. Auf geht's. Mann, die Runde ist jetzt eh kaputt. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Bestzeit gegen Latifi jedenfalls schon mal. Da wird meine Zeit nachgesetzt. Habe ich zumindest. We have two laps of fuel remaining. Was? Packt es an die Kollegen? Hast du da mal eine Bessere geben? 1, 33, 5 jedenfalls. Und damit sind wir mit dem freien Training hier in Frankreich durch. Obwohl wir nochmal eine Runde fahren müssen. Naja, ist alles so, egal. Fangen wir mal eine Runde weniger.
Ja, Bottas auch mal halt hier. Also die 1, die bleibt uns nicht. Und da jetzt vor. Alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten an. Bottas, Richards und Sebastian Vettel. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja. Guten Sprung haben wir jedenfalls da vorne gemacht. Mal gucken, ob es reicht. Vielleicht zu unserem zweiten Saisonsieg. Mal gucken. So. Jedenfalls haben wir das Training jetzt durch. Weiter geht's mit dem Qualifying hier aus Frankreich. Morgen dann. Wie immer, 14 Uhr. Ihr kennt das, ne? So, bedauert wieder ein kleines Momentchen. Ja, jetzt. Gut, dann mache ich jetzt Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder und dann geht's ins Qualifying.